Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Citizen. Wir machen an der Stelle weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und zwar auf der Krankenstation in Hurston. Weiterhin mit dem Plan, einen Rock zu organisieren und dann ein bisschen Mining zu machen. Genau. So, wir hauen jetzt erstmal hier wieder ab. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um auf Hurston. Wo wir hier was finden. Ein bisschen Ausrüstung haben wir letzte Folge schon gekauft. Und genau, dann schauen wir mal. So. Irgendwie ist es ein bisschen buggy, laggy. Ruckelig auf Hurston. Was haben wir denn hier eigentlich? Eine von den Tanten von Hurston, oder? Maria Hurston. Mhm. Die sind alle. Oh Gott. Die sind alle auf jeden Fall ganz geil darauf, hier sich Statuen hier überall hinzusetzen. Das mögen die. So, na gut. Hier gibt es wahrscheinlich noch so einen kleinen Pharma-Shop, aber den brauchen wir nicht. Wo war denn der Ausgang? Hier war der Ausgang. Sehr gut. Okay, 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 okay. Metro. Metro? Hier gibt es noch zusätzlich eine Metro. Zum Zug? Oder soll das der Zug sein? Jetzt bin ich aber ein bisschen interessiert. Warte mal. Wo sind wir nicht von hier gekommen? Oh, was haben wir hier? Hurston ist auf jeden Fall sehr unübersichtlich aufgebaut, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, hier kommen wir auch tatsächlich nirgendwo weiter, oder? Ah, doch, hier rum. Da ist der Zug. Ah, hier waren wir schon. Nee, von hier sind wir gekommen. Ah, Moment. Von hier sind wir letzte Folge gekommen. Ja, das ist ja alles ein bisschen neu für mich. Also wundert euch nicht, wenn ich mich verlaufe oder so. Bin das erste Mal auf Hurston. Alles, was ihr in diesen Folgen seht, mache ich gefühlt zum ersten Mal, also, ja. Gut, wie dem auch sei. Da hinten ist das Admin Office. Das brauchen wir ja eigentlich nicht, oder? Was kann man denn im Admin Office eigentlich noch machen, außer dass man da die Dinger verkaufen kann. Schauen wir mal, ob man hier noch irgendwas anderes machen kann, aber ich glaube tatsächlich nicht. Hier gibt es das, hier gibt es das und hier gibt es das. Ja, nee. Was kann der Typ hier? Hi. Grüß dich. Haben Sie eine Aufgabe? Nee, ich will keine Aufgabe. Oh, Hilfe. Lass mich raus. Hi. Na gut, also das Admin Office bringt uns nicht weiter. Das sind die Residenzen, ja. Wir können uns das eigentlich mal anschauen, ne? Falls das. Explore New Worlds. Machen wir. Schon sehr staubig hier überall, also. So viel steht fest. Da ist das Metro Center, ja, da werden wir gleich hingehen. Hier haben wir so eine Außenterrasse. Da sind die Residenzen, okay. Junge, Junge, Junge. Da geht's aber ganz schön tief runter. Was kippen die da runter, bitte? Muss das so sein? Okay. Also ich denke, Umweltschutz wird hier nicht so priorisiert. So ist so mein Gefühl so. Auch wenn man sich so in die Atmosphäre rumguckt, sieht schon alles sehr staubig aus. Also wenn du hier ohne Helm und
und Filtersystem rumläufst, bist du wahrscheinlich in 10 Jahren tot. Könnte ich mir vorstellen. So ganz grob. Naja, gut. Egal. Wollen wir hier nochmal kurz einen Blick reinwerfen? Na komm, wenn wir schon mal hier sind. Wir sind wahrscheinlich auch dann nur die Fahrstühle, ne? Die werden wir jetzt nicht benutzen. Ich will nochmal hier in die Lobby quasi einen Blick werfen. Ah, okay. Ja gut, relativ unspektakulär. Hochfahren wir jetzt nicht. Wir werden ja früher oder später sicherlich mal irgendwann in den einen der Zimmer aufwachen und dann nehmen wir das ja dann. Naja gut. So, gehen wir mal weiter. Wir gehen links rum. Und schauen mal, was da noch auf uns wartet. Was haben wir denn? Haben wir hier noch irgendwas? Von da kommen wir, glaube ich, ne? Genau, von da kommen wir. Dann gehen wir mal in das Metro Center. Und schauen mal, wo wir hier noch hinkommen. Hier ist schon wieder irgendeine Karte, die man allerdings sehr, sehr schlecht lesen kann. Beziehungsweise ich kann überhaupt gar nichts lesen. Also können wir uns auf die wohl nicht verlassen. Base Point. Welcome to Metro Center. Perimeter Line. Perimeter, Spaceport and Industry Line. Okay. Das ist das Medical Center. Gut, ja, Spaceport macht keinen Sinn, da waren wir ja schon mal, ne? Lass uns mal dahin fahren. Eins, was ist denn Perimeter? City Gates. 4 bis 6, 1 bis 6. Keine Ahnung. Wir gehen mal einfach dahin. Wir schauen es uns einfach mal an. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, was das sein soll. Perimeter. Okay. Oh nope, der fährt weg. Oh, schauen wir mal. Zug kommt ja gleich. Aber das ist wieder dieser Zug, ne? Das ist gar keine Metro. Die lügen doch hier. Das ist doch der Zug, mit dem wir schon gefahren sind. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Kommen wir da auf die Planetenoberfläche? Eventuell? Fragezeichen? Naja, wir schauen mal. Wir genießen mal ein wenig, oh Gott, die Aussicht, wenn wir denn können. Bin relativ gespannt, wie der Planet so aussieht. Ich glaube, der könnte ganz cool sein. Ein richtig dreckiger, felsiger Planet halt. Aber ein bisschen Mars-ähnlich stelle ich mir den aktuell noch vor. Mal schauen, wie es ist, wenn wir draußen unterwegs sind. Ich glaube, wir fahren hier in die Außenbezirke, oder? Wo wir dann eventuell Fahrzeuge auch ausladen können. Gate 3? Hört sich alles zumindest so ein bisschen so an. Ich werde nachher erstmal googeln, was Perimeter heißt. Entweder ich bin doof oder ich stehe auf dem Schlauch. So. Okay. Ah, das Schild kann man hier schon besser lesen. Perimeter Line West East. Okay. Gehen wir raus. Und gehen mal hier runter. Ja, es sieht auch so, wir gehen hier immer weiter runter. Sieht so ein bisschen so aus. Als ob ich vielleicht
recht habe. Ja, hier sind auch schon Dinger. Ja, Gate, ja. Ich glaube, wir können hier unsere Fahrzeuge ausparken. Ja. Sehr cool. Aber bringt mich natürlich jetzt noch nicht so richtig weiter. Denn wir brauchen ja erstmal einen Block. Wir haben ja noch gar keinen. Wo kann ich denn einen kaufen? Ist die Frage. Custom Area. Das bringt uns alles hier nicht so weiter. Verkauft hier zufällig irgendjemand Fahrzeuge? Hier muss es doch bestimmt irgendwo auch einen Fahrzeughändler geben. Warte mal, können wir hier irgendwas auf dem Bild lesen? Commercial Line halt, ne? Commerce Line. Central Line. Ah, schwierig. Juli anwerfen? Oder finden wir das auch noch so? Hier sieht es mir auf jeden Fall nicht so aus, als ob wir hier richtig wären. Step away from the platform edge when train is approaching. Mal, wir haben ja hier noch die Map, ne? Könnte die uns eventuell weiterhelfen? Das Problem ist, wir sehen halt immer nur das Areal, wo wir jetzt aktuell sind, ne? Wenn ich jetzt noch weiter rausgehe, dann sind wir auf dem Planeten. Na. Also hier ist schon mal gar nichts, würde ich sagen. Hier sind halt auch keine Dinger irgendwie angegeben. Nö, das bringt uns erstmal nichts. Dann lass uns erstmal mit dem Zug zurückfahren. Der kommt gleich. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen in der Stadt um. So, lass mich mal hier rein. Wir setzen uns mal hin. Kostenloser Nahverkehr ist noch praktisch. Der ist schon kommen. Irgendwann muss man bezahlen. HD steht für Hurston Dynamics. Aha. Jetzt haben wir das auch geklärt. Tja. Okay, jetzt haben wir die Map vom Zug. Können wir theoretisch... Können wir irgendwie nach Einkaufsmöglichkeiten in Hurston suchen, zufällig? Ich kann gerade gar nichts suchen. Okay, wir warten erstmal ab, bis wir da sind. Sind da eigentlich da oben diese schwebenden Dinger? Dass die... Nein. Raumstation ist das nicht, ist viel zu nah dran. Die sind doch überall. Waren das diese Dinger vom Spaceport? Diese Einblendschriften? Wo stand Spaceport, groß und fett? Aha, was ist das denn da eigentlich? Kann man da durchfliegen? Ruckel, ruckel, wackel, wackel. Now arriving, Moorville City Gate. Please watch your step when disembarking the train. Machen wir. Wo muss ich raus? Rechts, links? Grün. Es wäre cool, wenn das so leuchten würde. Zumindest, wenn das da rot leuchten würde, wenn man da nicht rauskommt und hier quasi grün. So. Ja. Frage. Frage. Wo gibt es hier einen Fahrzeughändler? Sieht aber irgendwie ziemlich gleich aus. Sind wir jetzt hier bei den anderen? Ne, Custom. Okay. So, warte mal.
Shit. Wir hätten noch weiterfahren sollen. Wir sind jetzt hier bei den anderen Gates, ne? Ach, verflucht! Ich dachte, wir fahren in die Stadt. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch irgendwie so bekannt vor. Sieht irgendwie aus wie bei dem anderen Ding. Nö, 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 nö. Wir sind falsch eingestiegen. Wir sind falsch eingestiegen. Nein. Metro Center, wir hätten einfach noch weiter drin bleiben sollen. Fuck. Warte mal. Was ist denn schneller? Wir steigen jetzt einfach mal hier ein. Naja, müssen wir uns wohl nochmal hinsetzen. So, jetzt achten wir mal drauf, wo das Ding hinfährt. Ach Gott, das kann ich so schlecht lesen. Okay, wir müssen wieder aufstehen. Ich kann es nicht lesen von hier aus. Meine Güte. Okay, City Gate 03. Das heißt, wir bleiben noch drinne. Dann sollten wir wieder zur Metrostation kommen, oder? Hoffe ich. Ja, ich glaube, wenn ich angekommen bin, dann werde ich doch mal einen kleinen Boogie, einen kleinen Besuch abstatten und mal schauen, wo wir in Lorville einen Lock kaufen können. Ich hoffe, dass wir überhaupt hier einen Lock kaufen können. Sonst sind wir nämlich umsonst hierher geflogen, beziehungsweise ja umsonst nicht ganz. Wir konnten uns immerhin die Stadt angucken, aber zumindest hat das keinen Beitrag zu unserem Spiel geleistet. Und da müssen wir mal schauen. Aber safe kann man auf Hirsten irgendwo so einen Rock kaufen. Ich meine, das ist hier der Mining-Planeten. Wo bin ich hier? Von daher schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja auch einfach was in der Stadt übersehen. Eigentlich wäre ich jetzt ziemlich davon ausgegangen, dass man den in der Hauptstadt kaufen kann irgendwo. Und auch ein Mining-Schiff irgendwo. Ich habe auch gar keinen Händler gesehen, ne? Für Raumschiffe. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keinen Händler gibt. So, hier bleiben wir sitzen. Wir fahren weiter. Ja, genau. Schauen wir mal. Muss mir erstmal hier zurechtfinden auf Hirsten. Watch your step. Können wir eigentlich hier überall für Aufkleber? Ich anlehnen. Oh, ich hoffe mal, irgendwann werden diese Züge hier richtig groß. Dass man so 20 Waggons hat oder so, wo man so durchlaufen kann. Aber überall irgendwo reinfliegen. Kann ich das auch mit meinem Schiff machen oder werde ich dann einkassiert vom Spiel? Müssten wir eigentlich irgendwann mal ausprobieren. Mit einem kleinen Schiff. Nur noch besser durch so engere Stellen durchkommt. Luftqualität. Na, die ist doch hier. Da war gerade ein Schild, wo drauf stand Luftqualität und dann irgendwelche Zahlen. Also wenn die nicht schlecht ist, ja, dann weiß ich es auch nicht. Da kann mir doch niemand erzählen, dass man hier eine gute Luftqualität hat. Das sieht schon optisch nach schlechter Luftqualität aus. Wenn man schon sieht, dass die Luftqualität schlecht ist, dann ist. Also dann ist der Zug wirklich abgefahren. So, Metro Center. Perfekt. Das sieht gut aus. Exit. So, wir gucken gleich auch mal auf die Karte, ob uns jetzt vielleicht hier nochmal ein bisschen was anderes angezeigt wird. Wir sind jetzt ja wieder hier so im Hauptbereich. Bei.
Das sind die Gates 4 bis 6. Ja, da wollen wir auf gar keinen Fall hin. So, warte mal, was haben wir denn hier? Da ist irgendeine Bar. Irgendeine Station, die Residenzen. Da ist das Hospital. Ja, aber irgendwie, ich sehe nichts, wo man irgendwie was kaufen kann. Kein irgendwie Schiffsverkauf, Einkauf, was auch immer. Da bin ich blind. Da ist halt die Bar. Die Bar könnten wir uns auch mal angucken und das Reparaturding. Aber da konnte man doch keine Schiffe, Schiffe kaufen, oder? Geh noch mal gucken. So. Wir können aber mal in die Bar reingehen. Dann haben wir die auch mal gesehen. Das bringt uns auch alles nicht weiter. Wir gehen mal erstmal in die Bar rein. Na Jungs, alles klar bei euch? Was macht ihr hier für eine kleine illegale Party? Ah. Okay. Interessant. Interessant. Mhm. Das ist aber ganz gefährlich. Also sich auf so einen Drehhocker zu stellen, ne? Da kann ich dir sagen, du... dauert nicht mehr lang, bis du ausrutschst und dir das Genick brichst. Aha. Da unten geht's auch noch runter. Trader Hall. Kann ich irgendwas machen? Ich will hier auch ein bisschen Glücksspiel betreiben. Ich möchte glücksspielsüchtig werden in diesem Spiel, bitte. Ist das möglich? Würde ich gut finden. Direkt mal meine 1 Million auf dem Konto verzocken. Naja, gehen wir mal hier runter. Billard. Oh, kann man hier Billard spielen? Oh, ich hoffe, sowas machen die alles noch rein in das Spiel. Ich mir hier eventuell irgendwie kann ich. Nee, ne? Kann ich nicht. Darf ich nicht, habe ich nicht, mache ich nicht. Und auch alles rote Kugeln. Und eine schwarze und eine gelbe. Muss anderes Billard sein, auf jeden Fall. Nicht, dass ich große Ahnung von Billard hätte. Ja, ganz nett hier unten. Was macht er hier? Ah ja, er starrt auf einem Display was aus. Das ist perfekt. Wir sind hier schön am Saufen. Und rauchen. Oh, ist das ein Joint? Was ist das? Sieht aus wie so ein Vape. Stimmt. Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Gibt es eigentlich Zigaretten hier? Oder rauchen die alle irgendwie so fancy Vape-Sachen? Was weiß ich was. Noch was Neues. Noch Besseres oder anderes. Keine Ahnung. Gut, wir gehen raus hier. Wir sind hier, um Geld zu verdienen und hart zu arbeiten. Gut, was haben wir denn da hinten? Gehen wir nochmal hier rein. Es sieht doch eventuell nach einem Schrottplatz aus. Gehen wir mal rein hier. Schauen wir mal. So, Kollege. Kann ich hier... Was kann ich denn hier bei dir machen? Naja, dass du hustest, das wundert mich nicht. Oh, apologies. Air is especially dreadful today. Gottes Willen. Spuck bloß kein Blut, Kollege. Still alive. Hab meinen Anzug frisch gewaschen. No, welcome to reclamation and disposal. My name is Clovis Steinelli. Wonderful to meet you. Ja, ebenso. And how may I help you? Ich brauche einen Glock. Nee, ich suche keine Arbeit und ich will auch keinen Schrott verkaufen. Ich brauche einen Glock. Hallo? My apologies, too much to do. Was? Ist ja unverschämt. Hm.
Atemschutzmaske. Junge, hier sieht es aus bei dir, Kollege. Und es brennt irgendwie auch da hinten bei dir. Was ist denn hier los, sage mal? Kein Wunder, dass du Lungenkrebs hast. Da hinten ist ein offenes Feuer. Ja, ja, das hast du mir eben schon erzählt. Deine Lügengeschichten. Noch? Wie lange ist die Frage? My name is Clovis Dineely. Wonderful to meet you. Ebenso. Sehr erfreut. Schöne blaue Augen haben Sie, Sir. How may I help you? Ich will immer noch einen Lock kaufen. Kann ich hier mal rein irgendwie? Might I direct you to consult with my colleague over there? The terminal is most accommodating. I will bid you a fond day then. Leck mich doch. Oh, oh, warte mal, was war das gerade? Durchsuchen. Ja, ich möchte hier ein bisschen was durchsuchen. Hier gibt's auch irgendwo einen Terminal, wo ich irgendwas machen kann, oder? Hier ist nur so eine Paketstation, das bringt uns nicht wirklich weiter. Nö. Naja, gut, ich glaube, das ist hier noch nicht so offen, alles. Läuft noch nicht so ganz. Nehme ich jetzt auch. Aha. Ah, das ist hier so ein schöner kleiner Schrottplatz. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht hier trotzdem etwas kaufen kann, aber ne. Gut. Ich würde sagen, die Folge geht schon wieder 30 Minuten. Ich werfe jetzt mal Google an. Setze hier einen kleinen Cut und dann schaue ich mal, ob und wo wir hier einen Block herbekommen. Das wäre vielleicht doch mal ganz sinnvoll, bevor wir hier noch 8 Jahre rumirren. Kleinen Moment, bitte. So, da bin ich wieder. Also, das Video war, glaube ich, ja schon ein bisschen älter, was ich mir gerade angeschaut habe. Aber wir müssen auf jeden Fall zum Spaceport. Und dort sollte es ein Geschäft geben namens New Deal. Und dort sollten wir einen Block kaufen können. Wenn das Video noch korrekt ist. So. Jetzt bin ich allerdings schon wieder... hab mich schon wieder leicht verlaufen. Wo müssen wir denn nochmal hin? Ich glaube, wir müssen hier erstmal zurück. Ne, Metro nicht. Wir müssen eigentlich zum Zuggelumpe. Wo kommen wir denn hier nochmal? Ich glaube, wir müssen erstmal trotzdem hier lang. Wo war denn nochmal das Zugding? Da war das Teil. Ah, warte mal. Genau da. Die Station. Wir müssen nach links. Perfekt. Genau, und da sollten, ja, habe ich ja schon gesagt, da sollten wir eventuell einen Lok kaufen können. So, wir schauen mal. Ist wahrscheinlich egal, wo wir reingehen. Wir wollen auf jeden Fall zum Spaceport. Hoppala, ist da gerade ein Zug durchgeflogen? Hilfe, Lex. Oh, Zug kommt. Wir steigen schnell mal ein. Sehr schön. Okay, also. Gucken, was es da noch so gibt. Und ich bin gespannt, was das Ding kostet. Ich sag mal so 200.000. Das ist mein Tipp. 225.000. Kostet der Rock, sage ich. Es gibt, glaube ich, auch verschiedene Versionen davon. Ich glaube, es gibt auch einen, den kann man irgendwie zu zweit bedienen. Der ist wahrscheinlich besser, aber ich bin natürlich alleine. Von daher macht es nicht so viel Sinn, den zu kaufen. Und der ist auch deutlich größer und ich habe Angst, dass wir den nicht vernünftig ins Schiff reinbekommen. Ach ja, und leere Kisten brauche ich ja auch noch. Ach Gott, da muss ich auch noch
Muss ich auch noch schauen, wie und wo ich die herbekomme. So. Aber jetzt sind wir... Hier wollte ich, glaube ich, gar nicht hin. Verflucht nochmal. Egal. Hit. Ach, wir sind hier falsch. Aber egal, wir gehen auf das andere Gleisbett und dann kommen wir zum Spaceport, oder? Ja, Spaceport. Genau. Da sind wir ja vorhin auch angekommen. Da hinten leuchtet da schon der Spaceport. So, gut, müssen wir nochmal kurz warten und dann nochmal ein bisschen umherfahren. Ja, wenn man sich nicht auskennt, dann ne, kann man sich schon mal ein bisschen verlaufen. Ich verlaufe mich besonders gerne. Also macht euch da auch für die Zukunft keine Hoffnung. Aha, was haben wir denn hier Schönes? Kann ich das Ding hier mal lahmlegen, bitte? Die Metro? Kann ich die ein bisschen sabotieren? Beziehungsweise ist ja ein Zug. Metro und Zug in einem. An der einen Stelle heißt es Metro, an der anderen Stelle Zug. Aber hey. Ist schon ganz nett hier. Hat eigentlich einen. Ist so, ja, bisher finde ich den Planeten auch ganz cool. Microtech und Hurston finde ich bisher am besten. So, Area 18 ist auch cool. Aber es ist halt so eine riesige Stadt. Und da sind mir die anderen Planeten schon ein bisschen lieber. Da gibt es halt wenigstens noch ein bisschen andere Dinge. Du, oh Gott, ich bin schon wieder müde. Ich sag's euch. Was rumgelaufen macht müde. So, Exit. Den Exit nehmen wir mit. Wie konnte ich denn diesen riesigen Laden übersehen? Eigentlich würde ich mal gern wissen. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Lex. Wo bin ich? Bin ich jetzt richtig gelaufen? Alter, was habe ich für Lex hier? So. Schauen wir mal. Alter Falter. Baseboard. Aha, da ist er. New Deal. Wie konnte ich denn das Ding übersehen? Das ist ja riesengroß. Naja, das sieht doch, ja, richtig aus hier. Kann man sogar Schiffe besichtigen, was? Und da geht's tief, tief runter. Okay, okay. Wo gibt's denn, wo kann, wo, hallo? Verkäufer? Sir? Ist hier jemand? Kein Mensch hier. Was ist das für ein Saftladen? Dieses Weg hier kaufen? Nö. Warte mal, wie viel kostet das Ding? 2,9 Millionen. Gar nicht so teuer. Ist ja so ein Mining-Ding, ne? Cool. Vor allem für eine Person. Ja, das wäre wahrscheinlich so als nächstes genau das Richtige für mich. Aber, wo sind denn hier... Gibt es hier denn kein Verkaufsterminal oder bin ich schon wieder blind? Steht ja, kann man hier nur. Kein Verkäufer, kein Verkaufsterminal, meine Güte. Was ein Saftladen. Also, Service wird hier nicht groß geschrieben. Wir gucken noch mal. Könnte ich das vielleicht unten machen? Kann man hier mit dem Fahrstuhl noch irgendwo hinfahren? Nee. Ich bin gerade kurzzeitig. Ja, auch kein Verkaufspanel oder so.
Nö. Irgendwie nicht. Hey? Bin ich blöd? Vermutlich. Vermutlich, vermutlich. Aber ich sehe keins. Ach, da. Oder? Ach Gott, ey. Meine Güte. Ich würde es noch versteckter machen. So, warte mal. Ich glaube... Drake, oder? Macht nicht Drake so Industrie... Shit. Cutter, Cutter, Cutter. Mule. Cutlass. Nö. Aegis. Oh, hier sieht man mal auch die ganzen Preise. Ne? Vanguard. 10 Millionen. Redeemer. Gladius. Envil. Argo. 330.000. Ne Nomad. Die Herkules. 30 Millionen. Ja. War alles machbar. So, aber wo ist denn jetzt hier der Rock? Ah, ja. So, warte mal. Lass mal ein bisschen rauszoomen. Warum? Mir fehlt irgendwie die Hälfte. Was ist denn jetzt hier der Unterschied? Round. Ach, der kostet nur 100.000. Nehme ich jetzt den oder den anderen? Was ist der Unterschied? Da ist irgendwie das Bild auch nicht so hundertprozentig richtig, oder? Irgendwas stimmt doch hier nicht so ganz. Weißt du was? Da ich ja das ganze Geld eh geschenkt bekommen habe. Sind wir mal nicht so. Investieren wir das mal ein bisschen hier rein einfach. Da können wir uns mal die Unterschiede anschauen. So, was gibt es hier noch so Schönes? Mhm. Also irgendwie... Es lohnt sich hier alles noch nicht so richtig mit eurer Darstellung. Constellation kostet auch nur 12 Millionen. Okay. So, eigentlich alles ganz gut organisierbar, würde ich sagen. Naja, egal, wie ihm auch sei. Wir haben das, was wir wollten. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Wir können, ich glaube, es gibt hier Außenposten auf dem Planeten, wo wir hinfliegen können und unser Fahrzeug ausladen können. Wenn ich mich jetzt nicht allzu sehr täusche. Ansonsten können wir es natürlich auch draußen am Hangar machen. Ich meine, wir haben ja hier irgendwo die Dings. Wir haben ja hier den Außenhangarbereich. Wäre auch eine Möglichkeit. Da müsste ich natürlich jetzt erst dahin fahren wieder, das Ding ausladen. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Da können wir uns die auch mal angucken. So, bedeutet, wir müssen jetzt wieder... wir müssen jetzt zur Metro. Ach Gott. Muss man aber auch echt... Laufen, 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 laufen. Wir müssen wieder zur Metro. Und dann von der Metro wieder zurück. Moment, ich will mal ganz kurz auf die Karte gucken. Können wir das nicht anders machen? Wäre es nicht sinnvoll? Ich weiß aber nicht, ob das so ist. Nicht, dass ich jetzt umsonst hier durch die Gegend fliege. Also ich bin der Meinung, es gibt hier so Außenposten, wo man sich ein Fahrzeug auch spawnen kann. Aber vielleicht kann man sich da auch nur welche ausleihen. Wir haben jetzt aber welche gekauft. Ach komm, wir gehen auf Nummer sicher. Nun dauert es halt ein bisschen. Es ist so, wie es ist. Metro. Oh Gott, irgendwie, also, ja, so viel Lex hatte ich. Spaceport Line. Ne, Spaceport Line will ich eigentlich gar nicht.
Gott, was ist das hier eigentlich? Oh Gott, Hilfe! Sauerstoffflasche? Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Be considerate to your fellow travelers. Do not lock doors. Step away from the platform edge when train is approaching. Warte mal, ich bin gerade noch. Ach Gott, Alter, die lächst. Was ist denn hier los? Ich bin gerade noch ein bisschen irritiert. Fahren hier verschiedene. Ne, Metro Center, ne? Oh Gott, ja, komm, wir wollen ins Metro Center. Was soll ich denn jetzt sagen? Um Himmels Willen. Ich hab's vergessen. Die FPS sind hier irgendwie heute seltsam. Ich weiß nicht, ob es an Lorville liegt. Normalerweise sind sie deutlich besser. Vor allen Dingen habe ich normalerweise auch nicht diese Lags. Naja, mal gucken, wie es aussieht, wenn wir wieder woanders sind. Ob das denn besser wird. Denke ich doch fast. Er macht einfach die Tür auch auf, während er noch fährt. So. Naja, wir gehen erstmal weiter hier. Genau, wir wollen da hinten zu der Dings. Gehen wir geradeaus. Wohin ist eigentlich egal. Letztes Mal sind wir links mitgefahren. Fahren wir diesmal geradeaus mit. Ist ja eigentlich egal, ne? Welches wollen wir nehmen? Wir nehmen Plattform 6. Nein! Hab mich umentschieden. Wir gehen hier drüben hin. Oh Gott, schnell rein da. Danke. Sehr gut. Step away from the platform edge when train is approaching. Gut, dann schauen wir uns gleich mal die Loks an, beziehungsweise wir holen sie erstmal raus. Ich glaube, anschauen tun wir uns nächste Folge. Die Folge geht ja schon eine ganze Weile. Und dann werden wir in der nächsten Folge auch losfliegen. Fährt das Ding mal los hier? Entschuldigung. Oh. Habe so das Gefühl, unsere Metro ist ein bisschen kaputt. Ah ja, Serverfehler. Gut, dann hat sich das auch geklärt mit der Folge. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Und ja, fahren dann in der nächsten Folge raus, gucken uns die Rocks an und laden die dann ein und werden ein wenig minen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Abo da, gerne auch einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.